Hey Leute, ich bin's Phil und heute stelle ich euch mal wieder 25 coole Wege vor, Herobrine zu töten. Und das Ganze habe ich auch schon mal so ähnlich vor einer Woche gebracht. Dort waren es die ersten 25 Wege und heute sind es mal die letzten 25. Alle natürlich unterschiedlich und ja in der Art, die ihr so noch nicht gesehen habt, denke ich jetzt einfach mal. Und dazu laufe ich jetzt mal hier hoch, gehe einfach mal in das Haus rein und auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von solchen coolen Custom Maps sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich extrem freuen. Und falls ihr den ersten Teil auch noch nicht gesehen habt, also wie gesagt, die ersten 25 Wege, Herobrine zu killen, da kann sich das natürlich gerne nochmal auf meinem Kanal anschauen, auch oben in der Infokarte verlinkt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter, und zwar 26 von 50. 25 war, wie gesagt, hier Unspeakable, das Bossmonster und Minecart. Da bin ich mal gespannt drauf. Hier auf dem Knopf kann ich ein Herobrine spawnen und hier kann ich ganz viele spawnen. Und ich weiß jetzt nicht. Okay, sollen wir das mal mit ganz vielen machen? Ich klicke mal hier drauf und... What? Moment mal. Das ist einfach jetzt... Okay, Rollercoaster, that's not gonna do anything to me. Oh well. Und wo gehen die da genau hin? Das muss ich mir anschauen. Die fließen, die gehen einfach in die Lava rein, die Herobrines. Oh mein Gott, okay, also sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen und ist auf jeden Fall eine coole Art, einen Herobrine zu killen. Und das sind jetzt zwar ziemlich viele, aber wie man sehen kann, es funktioniert auf jeden Fall. Aber ich mache jetzt mal alle weg und wir kommen halt zu dem nächsten, und zwar zu einem Ofen. Und wie soll denn ein Ofen einen Herobrine killen? Komm, das will ich mal jetzt hier anschauen bei einem. Und, what? Okay, so, das baue ich einfach mal ein paar mehr. Es ist einfach aus dem Herobrine ein Cookie rausgekommen. Es kommt auf jeden Fall in den Ofen und die stehen da einfach oben drauf und verbrennen einfach. Und daraus kommen Cookies, ist sehr nice. Sieht man natürlich hier. Kann man sich dann schön snacken. Und das habe ich bisher auch noch nicht gewusst, dass aus Herobrines Cookies hergestellt werden können. Und genau, das reicht dann für ein paar. Und die restlichen kommen, die lösche ich jetzt einfach mal wieder. Und wir machen mit dem nächsten weiter. Und zwar, okay, hier die Endpflanze. Und mal schauen, so was das jetzt genau macht. Also ich drücke mal wieder hier drauf. Und es wachsen einfach Pflanzen. Und man hört sogar ein paar Geräusche. Okay, und die Herobrines, die sprechen natürlich auch immer ein bisschen. Und es sind sogar alle gestorben. Was? Okay. Also hier steht zum Beispiel, are you going to teleport me away? I'm gonna come back. Okay, also ob die jetzt gestorben sind, weiß ich nicht so ganz. Und ja gut, es funktioniert auf jeden Fall echt mega gut. Ich mache das jetzt einfach mal wieder weg. Und wir gehen mal zum nächsten, und zwar Cactus. Okay, das probiere ich jetzt erstmal mit einem aus. Und die Kakteen, die verschieben sich sogar, weil natürlich viele Herobrines gespawnt werden können. Aber, na gut, es ist echt ziemlich aufwendig, glaube ich mal, damit einen zu killen. Also wie man sehen kann, es geht nicht gerade schnell, aber ist auf jeden Fall auch ein Weg. Und komm, das Ganze kann ich mal mit ganz vielen machen. So, hör mal wieder auf und spawn Kakteen. Und die sterben jetzt einfach alle darin. Es funktioniert auf jeden Fall bei jedem Einzelnen. Aber wie gesagt, es geht natürlich ein bisschen. Und da steht, ouch, ouch, stop, ouch, stop. Okay. So, und ja, jetzt sterben auf jeden Fall auch alle. Da hinten sind noch ein paar übrig. Genau. Und dann kommen wir gleich mal weiter zu dem nächsten. Und zwar Golems. Okay, ist es jetzt ein Schneegolem oder Eisengolem? Okay, bin ich mal gespannt drauf. Und okay, da kommt ein Eisengolem. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, okay, ob der jetzt alle schafft, wirklich zu killen. Komm, da spawn ich nochmal ein paar mehr. So, okay, das müsste auf jeden Fall mal reichen. Und der hat auf jeden Fall echt schon ordentlich zu tun. Und wie alle wirklich auf den gehen. Aber der... What? Nee, der hat es einfach nicht geschafft. Ich kann mal zwei Stück spawnen, komm, drei Stück. Aber drei Stück, das dürften die eigentlich hinbekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Come on, you Golem. Die haben die getötet. Okay, nee, komm. Ja, es sind einfach alle down. Das will ich mir nicht weiter mit anschauen, Leute. Also, dafür muss man schon ein paar mehr spawnen, um Herobrine zu killen. Sind natürlich auch bekannt nicht so schwach. Und wir machen gleich mal weiter mit Lightning. Okay, und ich denke mal, da kommen jetzt einfach Blitze. Und ja, die werden einfach angezündet. Und komm, da spawne ich jetzt gleich mal noch einen Blitz. Vielleicht beschleunigt es das Ganze. Genau, und ein paar sind sogar noch übrig geblieben. Aber wenn man das so zwei, dreimal drückt, was natürlich auch relativ schnell gehen kann, kann es auch gut funktionieren. Und TNT, okay, da bin ich jetzt mal gespannt. So, komm, ich spawn mal wieder ganz viele. Drück auf das TNT. Und was? Es kommt TNT again, steht auch im Chat. Also es kommt einfach nur ein TNT von oben. Und killt das auch am Rand. Okay, die wurden jetzt auch getötet. Also spawn jetzt mal wirklich, na, kommt ein bisschen mehr. Ich warte einfach mal noch so 30 Sekunden ab. Nochmal auf das TNT. Und ich glaube mal so, für ein TNT lässt es halt echt schon die meisten explodieren. Und genau, mit einem Schlag sind halt fast alle down. Das sind doch bestimmt Spinnen ein bisschen stärker.
So, ja, oder? Also, so viele für eine Spinne. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Aber es kommen ganz viele, was? Okay, und die werden jetzt, glaube ich, mal alle vergiftet. Ich kann nochmal neue spawnen. Die krabbeln sogar da hoch. Komm, ich übertreib mal richtig. Und die sind schon alle down, was? Okay, komm, ich spawn dann nochmal ein paar mehr. So, also das sieht echt schon krass aus. Ich drücke dann nochmal hier drauf. Man sieht noch nicht mal mehr die Spinnen. Und, oh, look how cute. Okay, die Herobrines finden die Spinnen anscheinend süß. Aber werden natürlich trotzdem alle echt schnell gekillt. Also ist auf jeden Fall auch eine gute Taktik. Und es ist einfach gar kein Herobrine mehr übrig. Okay, aber auf jeden Fall auch nice gemacht. Und wir haben als nächstes einen Silberfisch. Das baue ich jetzt erstmal ein. Und was kommt jetzt aus diesem... Okay, Gerät raus. Es kommt einfach. Ein Silberfisch? Enough already? What? Okay, Moment mal, da muss ich ein paar spawnen. So, das reicht jetzt erstmal. Drück hier mal wieder drauf. Und verwandeln sich jetzt alle... Ja, es verwandeln sich alle zu Silberfischen. Also ich hätte jetzt gedacht, Silberfische greifen die an. Aber das ist halt eben so eine Maschine, die halt einen verwandeln kann in egal was. Hat man natürlich auch schon im letzten Video gesehen. Okay, das baue ich auch erstmal ein. Und ich glaube mal, das verwandelt auch ein Herobrine in Chicken. Oder auch nicht. Das Chicken, das greift nicht ernsthaft den Herobrine an. Und was macht den mit einem Hit down? Okay, das will ich jetzt selber nochmal sehen. Komm, ich spawn ein zweites Huhn. Und da gehen ein paar auf das Huhn. Aber die kommen noch nicht mal ans Huhn ran. Was? Und werden mit zwei Hits getötet. Das Huhn schlägt sich echt gut an dieser Stelle. Aber ist jetzt mittlerweile auch gestorben. Aber ich glaube mal so zwei, drei Hühner mehr. Und es lebt sogar noch eins, wie ich sehen kann. Aber komm, ich töte jetzt einfach mal trotzdem alle. Also zwei, drei Hühner mehr könnten schon echt gegen viele Herobrine schaffen. Und Witches, okay, wir haben jetzt diesmal eine Hexe am Start. Und die wird natürlich auch instant angegriffen. Aber ich glaube mal, was? Was macht die Hexe bitte? Hä? Die wehrt sich noch nicht mal. Eigentlich sollte die ja die Herobrines killen. So, kann ich vielleicht nochmal spawnen, wenn es gehen würde. Die Hexe kann sich natürlich immer wieder heilen. Daran hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube mal, die kämpfen da jetzt noch eine Weile. Deswegen gehe ich gleich mal zum nächsten, und zwar zu einer Kuh. So, und eine Kuh, wie sieht das denn jetzt aus? Eine Kuh greift auch wie das Huhn einfach so ein Herobrine an. Why, what are those cows eating? Also, ja, gut. Die sind auf jeden Fall ziemlich stark, die Kühe. Und dann mache ich mal weiter. Okay, und wir kommen zum nächsten. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Und es kommt einfach ein Command-Block. Ja, moin. Okay, so handsome. Und killt jeden Einzelnen auf einmal. Kann man natürlich auch machen. Und... Portal. Okay, jetzt kommt ein Portal anscheinend. Und ich glaube mal, was? Gehen die da alle rein? Ich glaube mal schon. Ja, die bewegen sich so alle ganz kleines bisschen nach vorne, lecken auch so ein bisschen und gehen einfach ins Portal rein. Echt cool gemacht, ein riesiges Portal vor allem. Und schon sind alle verschwunden. Auf jeden Fall auch eine krasse Taktik, einen zu killen. Und Cats, jetzt kommt Cats. Ich glaube mal, als ob jetzt ein Ocelot hier so ein Herobrine killen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, wenn es ein Huhn schafft, kann es natürlich auch so ein Ocelot. Und ich denke mal, na gut, dass er jetzt erstmal nicht gekillt wird. Auch nice gemacht. Und Schalkas. Okay, Schalker. Die sind natürlich auch stark. Allgemein weiß man natürlich. Da kommen diese Items auf den Boden, was die immer abschießen. Aber ich glaube mal, die kommen jetzt eher nicht mehr raus. I love flying. Und es geht einfach nicht mehr. Okay, aber gut. Ist auf jeden Fall auch eine gute Taktik. Als nächstes haben wir Eis. Und das baue ich auch mal ein paar. Und klicke hier drauf. Und... Okay, das ist schlau gemacht. Es kommt einfach Wasser, natürlich dann Schnee und es wird zu Eis und so cold. Okay, und ja, die sind jetzt, glaube ich, schon down. Ich weiß nicht genau, was da jetzt gerade abgeht. Aber ja, da sind die letzten auch schon gestorben und ist auf jeden Fall auch eine krasse Taktik. Und dann haben wir einen Ghast. Okay, und für einen Ghast, komm, da machen wir ruhig mal ein paar. So, Ghast ist natürlich bekanntlich nicht gerade so schwach. Und da feuert einfach ganz viele Feuerbälle auf die Herobrines. Und ich denke mal... Ja, das der war's. Einer hat überlebt, aber er könnte auf jeden Fall alle killen. Und gut, dann gehen wir mal weiter und... Okay, da kommt jetzt gleich ein Tintenfisch. Also wie soll jetzt ein Tintenfisch einen killen? Beziehungsweise, okay, es werden... Ja, es werden einfach die Herobrines verwandelt. Not again. Oh no, okay. Und die sterben natürlich jetzt auch alle. Sogar relativ schnell. Und Herobriner. Was? Herobriner? Okay, da bin ich auch mal gespannt. Werden die jetzt auch verwandelt? Okay, die bekommen jetzt Liebe. Und... Die gehen jetzt alle zu ihr, aber Moment mal, warum? Da unten ist einfach, Moment mal, ist da Lava? Man kann es nicht so genau erkennen, aber ich glaube mal, okay, alle folgen wirklich ihr und deswegen, ja, sterben auch alle in der Lava. Und jetzt kommt ein Herobrine und das war nicht auch mal ein paar. Und ich denke mal, ja, jetzt kommen einfach ganz viele Pfeile von oben und ja, so stark sind die noch nicht mal. Also man muss sich schon ein paar Mal aktivieren, manche Fallen, um halt wirklich die Herobrine zu killen.
Aber ich denke mal, so nach dem vierten, fünften Mal müssten die eigentlich hoffentlich down gehen, oder? So, jetzt vielleicht, okay, ein paar sind auf jeden Fall schon gestorben. Und wir sind schon bei 47 von 50 Flower Power. Dazu spawne ich mal ein, drücke hier drauf und der bekommt einfach eine Blume. Aber stirbt von den Partikeln. Was ist das denn? Okay, dann haben wir Potions auch noch am Start. Und ich denke mal, jetzt kommen gleich ganz viele Potions von oben. Also es reicht nicht eine Potion, aber okay, zweimal Potions, das reicht auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten. So, da drücke ich jetzt auch nochmal so. Da hole ich mir auch nochmal ein paar. Drücke hier drauf und explodes in 5, 4. Und was macht der denn für ein Geräusch, bitte? Oh mein Gott. Und die fragen sich auch schon, warum dieser Esel so, genau, Sounds macht. Okay, Leute. Und wir kommen auch schon zum letzten. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Und hier steht ein Fragezeichen. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Und ja, komm. Okay, da steht ein Barrier Block. Ich drücke einfach mal auf ein erstmal. Und ich aktiviere das mal. Und oh no. Okay, also das Fenster ist ja aufgegangen. Und ich weiß jetzt nicht, do you think that you can kill me that easily? What? Oh mein Gott. Nach einer kurzen Zeit hört es auch schon wieder auf. Aber was war das denn für ein Ende? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt coole Map auf jeden Fall. Hier sieht man nochmal so alle, okay, Command Blocks. Echt mega viele auf jeden Fall für alle 50 Arten. Wie gesagt, falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, das könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anschauen. Und natürlich auch, falls ihr mehr auf solche Custom Maps Bock habt, gerne mal eine positive Bewertung da lassen. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie unter anderem Instagram, Snapchat und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!